Ah, ich könnte schon mal anfangen, den Turm zu planen, den wir ja noch bauen wollen, so eine Art Bergfried einfach. Wollen wir den echt über den Treppenaufgang hier bauen oder soll der irgendwie mittiger? Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wir brauchen mal ein paar Treppen dafür. Nehmen wir mal 8 Muster an Treppen. Sind 32 Stück. Und erstmal was futtern. Ah, ne, noch doch, futtern mal was. Einfach um die gebrochenen Herzen zu heilen. So. Kein Creeper. Wow, erfreulich. So, soll der Bergfried hier hin? Da passt er eigentlich am besten hin. Entweder da vorne oder hier. Aber hier ist er weiter oben. Oder ich baue ihn hier hin. Müssen wir uns damit aber noch was einfallen lassen. Sonst sieht sonst komisch aus. Aber wenn ich den direkt da so drauf baue und größer werden lasse, ist das auch irgendwie scheiße. Brauchen wir die Leitern ja doch nicht. Ja, auf jeden Fall soll der ein Innenvolumen von 3 Kästchen pro Fläche haben. 9 Kästchen. Bei quadratischer Grundmauer. Oder um es einfach zu sagen, das ganze Ding soll ein 5x5 Turm werden. Dann setze ich den am besten hier an. So. So soll da passen, oder? Fast. Klasse. Oh ja, da geht es auch noch richtig tief runter. Nicht, dass es mal eben so mit einem Ding getan wäre. Müssen wir dann so machen. Uah! Da geht's richtig tief runter, ich sag's gerade noch. Hör dir doch mal selber zu, Pepe. Wirst du auch merken, dass du so eine Scheiße laberst. Die wenigen sinnvollen Dinge, die du erzählst, gehen unter, mein Freund. So, ich würde sagen, irgendwie so machen wir das. Irgendwo kommt da noch eine Tür rein, irgendwann. Ist aber erstmal nicht wichtig. So, das heißt, ich brauche erstmal pro Ebene, nachdem ich das hier noch ausgekleidet habe, zack, zack, eben auskleiden, brauchen wir pro Ebene genauestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus 4 macht 16. Das heißt, mit einem Stack kommen wir genau 4 Ebenen hoch. Und das nur für die Außenmauer. Ja, wir kloppen da später auch noch das ein oder andere Fenster rein. Wie war das? Ich glaube, die Zweiermauer ging am schnellsten. Zumindest war das mal so. Ja, auf jeden Fall, wenn wir da noch Fenster reinhauen mit Gitterstäben oder so später. Dann sparen wir da auch noch den einen oder anderen Stein. Das wird dafür dann aber Dings hier kosten. Eisen. Und das haben wir momentan überhaupt nicht. Da geht mittlerweile auch die Dreiermauer schneller. Weil ich glaube, die Reichweite wurde ja erhöht. Das heißt, mit 3 Kästchen könnte das mittlerweile sogar gehen. Werde ich gleich mal überprüfen, ob sich da irgendwas tut. 1, 2, 3. Kommen wir da runter? Nope. Gut, dann verkackt, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wir bauen den Turm. Wie zur Hölle komme ich hier eigentlich wieder runter? Ah, ich weiß wie. Sehr gut. Ich sag ja für Notfälle. Haha. Habe ich mal wieder mitgedacht, Freunde. Hättet ihr nicht von mir erwartet. Hättet ihr nicht von mir erwartet. Aber ich denke mit. Ja, wo machen wir es, dass es nicht auffällt oder stört oder nervt? Und hier mal einen Erdblock hin. Sieht zwar dann scheiße aus, dezent, aber wir kommen hier erstmal weg. So, hier sollte es keinen stören. Und Bonsai! Ja, schneller. So, platsch. Oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das wird da unten jetzt wahrscheinlich den Lavafluss an die. Der Lavasee ist da hinten irgendwo. Ich dachte schon, den löscht es jetzt. Es fließt irgendwo anders rein, irgendeine Grube hier.
Ah, okay. Gar nicht mal so tief. Ja, das ist erträglich. Richtet keinen Schaden an, das ist gut. Hier erntet uns sogar ein paar Samen. Nettes Wasser aber auch. Ah, es verschwindet ja bald. Es bleibt ja nicht ewig da oben. Ist ja nur jetzt erstmal für die Bauphase des Turms. Wir können die Schafe schon mal ein bisschen scheren. Und, oh, also mittlerweile seid ihr zu dritt. Ich habe leider keinen Weizen dabei, sonst dürftet ihr noch ein wenig Leber machen. Aber das kann ich auch zurzeit nicht erlauben. Ich habe nicht die nötigen Intelligenzien. Es tut mir leid. Schaffe. So, verlassen wir diesen Ort. Wir geben uns wieder hinunter. Mittlerweile sind unsere Steinchen fertig. Das ist eine sehr erfreuliche Sache. Wie viele Cobbles haben wir eigentlich noch? Da ist so gut wie gar nichts mehr drin. Und hier ist noch 1, 2, 3 Stacks. Ja, klasse. Kommen wir nicht so weit mit. Was hatte ich nochmal gesagt? 4 Etagen mit einem, obwohl das sind immerhin 12 Etagen, 18 Etagen, die wir noch höher kommen. Allzu hoch muss er ja gar nicht werden. Ich würde ihn gerne noch ein bisschen verzieren. Wow. Vielleicht so die eine oder andere Ausbaute nach außen mal da reinbauen. Wie genau wir das handhaben, weiß ich noch nicht. Was ist das für ein Lied? Ich hab keine Ahnung, das klingt geil. So, nehmen wir uns erstmal hier die ganzen Ziegels mit. Das sollte uns schon mal einiges an Leveln bescheren. Und eigentlich wollte ich gerade sagen, sollten wir uns langsam mal in Richtung Verzauberung bewegen. Bevor unser Level 30 erreicht, weil ab da ist ja bekanntlich Verschwendung, weiter zu leveln. Weil es einem nichts mehr bringt über Level 30, aber trotzdem immer schwieriger wird. Aber... ja, brauchen wir Obsidian für. Wenn mir nicht alles täuscht und gar nicht mal so wenig. Und dafür bräuchten wir erstmal Diamanten. Und Diamanten haben wir nicht. Ergo, wir kommen hier nicht weiter. So, bauen wir erstmal Steine. Also wir werden demnächst natürlich noch Diamanten sammeln, so ist nicht. Aber, so, Steinchen. Mal schauen, ob die erstmal reichen. Ja, erstmal ist das, glaube ich, zu großes Ziel, jetzt schon nach Diamanten zu suchen. Zack, und da hinten hatten wir noch ein paar. Das sollte, damit sollten wir zumindest mal ein bisschen weiterkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klack, klack, klack. So, 48 Stüflein. Das ist ja schon mal eine Ecke. Da muss noch irgendwas außen rum. Das gefällt mir so nicht. Na gut, gute Nacht. Lulu, ich liebe Äpfel. Und raus hier. Die Arbeit ruft. Das Lied macht mich gerade sowas von wahnsinnig. Das ist aber auch nicht viel besser. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut zu der monotonen Arbeit, die wir hier draußen verrichten werden. Dieser Wasserstrahl, das sieht schon ziemlich scheiße aus. Aber irgendwas Wassermäßiges müssen wir im Laufe der Zeit noch mit einbringen. Und vor allem, dass der Turm hier auf einem Fundament aus Erde steht, ist halt auch mal echt hässlich. Ich werde da später mal schauen, wie weit wir da noch runtergraben können, ohne irgendwas kaputt zu machen. Und dann werden wir den wahrscheinlich noch ein bisschen nach unten verlängern, bevor wir ihn nach oben verlängern. Einfach mal, um zu gucken, wie tief wir da kommen. Aber so ist er wirklich nicht annähernd hoch genug. Nee, das sieht überhaupt nicht hübsch aus. Nee, du. So nicht. Jetzt bin ich hier reingegangen. Das war ja auch sehr schlau. Ploing. Ich wollte eigentlich auf die andere Seite, weil wir da nämlich nochmal weiterbauen können ohne Gerüst. Und von da an werden wir irgendwelche Steine als Gerüst missbrauchen müssen. Und zwar nehmen wir zuallererst mal Erde dafür und wir werden auch mit Erde weitermachen. Erde, wem Erde gebührt. So sieht das nämlich aus. Das ist doch schon relativ schick.
So, der kommt nochmal weg. Und dann kommt hier noch ein Steinchen hin. Oh, da haben wir, glaube ich, schon zu viele... Obwohl, ich will mal den Tag nicht vor dem Abend loben. Ob das zu viele Treppen sind, wissen wir erst, wenn wir fertig sind. Wir brauchen ja noch ein paar Treppen, um unten die Kanten schöner zu machen. Und ein paar Treppen, um vielleicht noch ein Stück weiter reinzubauen. Also wir werden jetzt alles gleich sehen. Auf jeden Fall werden wir oben mit Schlappen zumachen müssen. Und nicht mit Treppen, weil wir ja eine ungerade Anzahl gewählt haben. Ich wäre allerdings dafür, dass wir hier noch eins weiter reingehen. Ja. Mit anderen Worten, der hier wird noch abgebaut. Zack, 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 zack. Tragen wir hier noch ein Stückchen vom Hügel ab einfach. In etwa so. Oh, der muss auch noch. Scheiße. Zack, 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 zack. Und da kommt, wo ist denn das Tropenholz? Das habe ich jetzt natürlich vergurkt. Da kommt da einfach so ein Holzblock rein. Damit es nicht ganz so mies aussieht, sollte das irgendwann mal irgendwer ausgraben. Klack. Und einen für Mama und einen für Papa. Und einen für das Monster unterm Bett. Das müssen wir mal bringen bei kleinen Kindern. Und ein für den Mann, der morgen deine Eltern umbringen wird. Mach A! Ja. Frag nicht. Ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher. Gedanken. Brr. So, wie wir das jetzt hier machen, weiß ich noch nicht so ganz. Das wird so oder so scheiße aussehen. Allerdings müssen wir hier noch eins überziehen. So, hier kommt noch ein Erdblock hin, den mache ich aber gleich wieder weg. Und dann kommt das Dach hier noch eins weiter und hier und zack, darüber.